Ich rufe auf in Tagesordnungspunkt 92, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Hessisches Archivgesetz, Drucksache 9332 zu 8737 aus 20. Die Berichterstattung hat Frau Schmidt. Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Wissenschaft und Kunst zu Gesetzentwurf Landesregierung Hessisches Archivgesetz Drucksache 208737. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen, mit Zustimmung von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Freie Demokraten bei Enthaltung, SPD, Die Linke bei Nichtanwesenheit der AfD. Vielen Dank für die Berichterstattung. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten und ich erteile Frau Schmidt für Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu später Stunde sprechen wir jetzt noch einmal über den Gesetzentwurf zur Neuregelung des Hessischen Archivgesetzes. Auch wenn dieses Gesetz sich grundsätzlich bewährt hat, ist es uns wichtig, dass wir es weiterentwickeln. Deshalb enthält der Entwurf nicht nur wichtige Anpassungen an unsere gesetzlichen Vorgaben, sondern berücksichtigt auch die Weiterentwicklung und Bedarfe aktueller archivischer Verfahren. Nach Anhörung und erneuter Beratung im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst sehen wir keinen Änderungsbedarf am Gesetzentwurf. Trotzdem möchte ich noch einmal auf § 18 eingehen, in dem ein Satz durchaus kontrovers diskutiert wurde. Im ersten Satz von § 18 ist die Verpflichtung für Träger der kommunalen Selbstverwaltung, deren Verbände und Stiftungen zur Einrichtung und Unterhaltung öffentlicher Archive enthalten. Im zweiten Satz heißt es, zu diesem Zweck unterhalten Sie im Rahmen Ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eigene oder gemeinschaftlich getragene öffentliche Archive. In diesem Satz geht es um die Art und Weise der Durchführung der Archivaufgabe. Die Streichung der beiden Wörter wirtschaftliche Leistungsfähigkeit würde den Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung bedeuten. Uns geht es aber darum, dass archiviert wird und nicht darum, wie. Da machen wir den Kommunen keine Vorgaben. Uns ist die Modernisierung des Archivrechts wichtig. Archive sind das Fundament der Gegenwart. Sie speichern Vergangenes für die Zukunft. Deshalb müssen Archive zukunftsfähig sein. Dabei will ich es belassen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Schmidt. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Dr. Grobe zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Der Mönchengladbacher Stadtarchivar Dr. Kleifeld wies auf ein strukturelles Demokratiedefizit bei der institutionellen Verflechtung des Hessischen Landesarchivs hin. Denn dieses ist einerseits Teil der Exekutive, übt aber andererseits eine Kontrollfunktion gegenüber der Landesregierung sowie Landesverwaltung aus. Hier muss dringend nachgebessert werden, denn Institutionen wie das Landesarchiv müssen auch weiterhin unabhängig bleiben. Alles andere wäre eine Benachteiligung der Oppositionsfraktion. Schließlich würden Sie einer Kontrollmöglichkeit der Exekutive gegenüber verlieren. Somit ist der Verweis auf kommunistische und sozialistische Diktaturen des ehemaligen Ostblocks durchaus verständlich. Schließlich hat man es dort gut verstanden, die eigenen Archive als Machtinstrument zu missbrauchen. Die Anzuhörenden identifizierten dieses Demokratiedefizit, waren aber leider nicht an einer Lösung interessiert. Warum wohl nicht? Die Gründe überlasse ich Ihnen. Dabei sollten Sie alle, natürlich mit Ausnahme der SED-Nachfolge, gerade die Praxis im ehemaligen Ostblock lehren, derartige Problemstellungen ernst zu nehmen. Wir fordern Sie und die Vertreter des Landesarchivs auf, die institutionelle Verschränkung im Auge zu behalten, wissenschaftliche Feldforschung zu ermöglichen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um jene Funktionsverschränkung hinreichend abzumildern. Sehr geehrte Damen und Herren, wie bereits in der ersten Lesung von uns gefordert, sollte die Archivschule etwa als Fachbereich Archivwissenschaft in eine hierfür geeignete hessische Hochschule eingegliedert werden. Denn auf diese Weise würde sie in den Bereich des Hessischen Hochschulgesetzes unter anderem wissenschaftliche Standards, die Freiheit von Forschung und Lehre, die Vergabe akademischer Grade und die Qualifikation des wissenschaftlichen Personals normiert.
zumal die Einlösung archivwissenschaftlicher Ansprüche auch wissenschaftsangemessener Rahmenbedingungen bedarf. Im Übrigen zeigt die neue Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit als neue Hochschulkategorie innerhalb des Hessischen Hochschulgesetzes auf, dass man im HMWK sehr wohl bereit ist, den Wissenschaftsbegriff sehr großzügig, eigentlich müsste man sagen, zu großzügig auszulegen. Angesichts dieser Gemengelage sollte auch für die Archivschule Marburg ein geeigneter Rahmen gesetzt werden können. Wie bereits damals gesagt, sind wir froh, dass die Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes nicht von linksgrünem ideologischen Vokabular durchzogen ist. Dass Frau Martin-Kohnle als Vertreterin der Konferenz der Hessischen Universitäten in ihrer Stellungnahme den Einsatz der sogenannten geschlechtergerechten Sprache explizit begrüßte und deren Verwendung für die Neufassung des Gesetzentwurfs anregte, hat uns daher mehr als verwundert. Zumal sie meinte, dass sich dadurch die Lesbarkeit des Gesetzentwurfs erhöhen würde. Ich frage Sie, widerspricht diese Sichtweise nicht allen anderen wissenschaftlichen Befunden darüber? Aber letzten Endes braucht es hierfür keine Wissenschaft. Denn wer bereits einmal versucht hat, einen vollständig gegenderten Text zu lesen, weiß schon alleine anhand des gesunden Menschenverstandes, dass dieser Unsinn vollkommen an der Realität vorbeigeht. Dennoch werden wir diesen Gesetzentwurf unterstützen. Vielen Dank. Danke, Herr Grobe. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Steinrath gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen! Wir haben das Archivgesetz novelliert. Wir hatten eine Anhörung, die im großen Teil positiv verlaufen ist. Wir haben das Gesetz in gewissen Dingen verändert, modernisiert, für unsere Archive optimiert. Und in diesem Sinne möchte ich Sie bitten, in der zweiten Lesung diesen Gesetzentwurf oder das Gesetz entsprechend anzunehmen. Vielen herzlichen Dank. Schönen Abend noch. Danke, Herr Steinrath. Für die SPD-Fraktion hat Frau Alex das Wort. Uli. Frau Alex. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich komme aus der schönen Stadt Dietzenbach im noch schöneren Kreis Offenbach. Und diese Stadt hatte in den 80er Jahren das Pech, dass der schmale Biberbach durch einen Starkregen über seine Ufer trat. Der Bach floss unter dem Rathaus durch. Sie können sich denken, worauf ich hinaus will. Das Archiv war im Keller. Und das lokale Gedächtnis war somit der Demenz anheimgefallen. Sie können sich nicht vorstellen, was das bis heute noch für Auswirkungen hat, etwa über Themen wie Bebauungsrechte im Außenbereich und sonstige Dinge. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die lokalen Behörden natürlich ihr Zeug nicht im Keller lagen haben, am besten, wo ein Fluss drunter fließt. Die Stadt hat die Lektion gelernt. Aber dass auch das lokale Archivwesen in den Kommunen ordentlich geführt wird. Das Archivgesetz soll unter anderem dazu einen Beitrag leisten. In den Stellungnahmen wurden aber zwei Dinge bezüglich gerade des kommunalen Archivwesens kritisiert. Das eine war, dass es keine Mindeststandards für die Fachlichkeit derjenigen Personen gibt, die die Archive leiten sollten. Das andere war, und das hat die Frau Schmidt eben angesprochen, das andere war, dass natürlich die Feststellung der Wirtschaftlichkeitsbemühungen einer Kommune der Kommune obliegt. Und dass befürchtet wird, dass das Archivwesen da nicht gerade die erste Priorität hat. Ich bin begeistert, Frau Schmidt, dass Sie tatsächlich darauf eingegangen sind
Und ich bin begeistert, dass Sie überhaupt bereit waren, diesen Diskussionspunkt aufzugreifen. Denn im Ausschuss hatte ich den Eindruck, nach dem, was Ihre Kollegin dort gesagt hat, dass sie dort wie auf Kohlen saß, andere Verabredungen hat und ihr der Ausschuss eigentlich nur lästig war. Insofern freue ich mich, dass Sie sich jetzt auch inhaltlich damit befasst haben. Da Sie aber nicht bereit sind, diese Schwerpunkte, die Anzuhörenden gesagt haben, durch Änderungsanträge in dem Gesetz zu integrieren, bleibt uns nichts weiter übrig, als uns bei dem Gesetz nur zu enthalten. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Alex. Für die FDP hat sich Herr Dr. Naas zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir werden diesem Gesetzentwurf zustimmen. Ich hatte das ja schon prognostiziert bei der ersten Lesung. Wir werden uns über das Archivgesetz nicht streiten. Anders als der Kollege Grobe das dargestellt hat, handelt es sich hier nicht um ein politisches Gesetz, ganz im Gegenteil, sondern es geht hier um gute Verwaltung. Ich will Ihnen aber zwei Anregungen, Frau Ministerin, doch mit auf den Weg geben. Und das eine ist, die kommunalen Archive bleiben das Sorgenkind. Das ist völlig klar. Auch wenn Frau Kollegin Schmidt das richtig ausgeführt hat, das Archivgut natürlich erhalten werden muss, aber nur sozusagen die Führung des Archives selbst in die Wirtschaftlichkeit der Kommune gestellt ist. Leider lässt sich das nicht immer so einfach trennen. Und deswegen ist es schon etwas Besonderes und auch alarmierend, wenn 40% der Kommunen kein Archiv unterhalten. Das ist eigentlich sehr unschön. Weil wir, wenn wir über viele Themen reden, die geschichtlich spannend sind in den nächsten Jahren und Jahrhunderten, wir über kommunale Themen reden. Denken Sie an die Einwanderung, die im Moment stattfindet. Und da werden viele Familien in 100, in 200 Jahren bei ihrer Kommune nachfragen, wie war das eigentlich mit unseren Vorfahren? Und gerade da kann es dann eben nicht sein, dass Archivgut nicht richtig archiviert wird und dann vielleicht eben Schaden nimmt und am Ende ganz verschwindet. Der zweite Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Digitalisierung. Und Frau Ministerin, auch da werden wir am Ball bleiben. Denn nach wie vor hinken wir zurück. Wir glauben, dass insbesondere auch hier Programme aufgelegt werden müssen, standardisiert werden muss und am Ende wir auch irgendwann mal vorwärts kommen müssen. Ich kann Ihnen dazu schon mal kleine Anfragen von uns auch ankündigen. Wir werden bei dem Thema Digitalisierung dranbleiben. Für uns ist das ein wichtiges Thema, weil es um die Sichtbarmachung auch von kulturellen Gütern geht. Insgesamt werden wir diesem Gesetzentwurf zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Naas. Für DIE LINKE hat sich Ihre Fraktionsvorsitzende Frau Kula zu Wort gemeldet. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich mache es auch kurz. Eigentlich wurde der Gesetzentwurf von den Anzuhörenden als sehr positiv bewertet. Allerdings wurde jetzt auch schon mehrfach angesprochen, vor allen Dingen die Veränderung in § 18 hinsichtlich, also in Bezug auf den Referentenentwurf. Da war der § 18 noch deutlich besser ausformuliert. Jetzt steht halt wieder drin, im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sollen die Kommunen das Kommunalarchivwesen pflegen. Das ist natürlich ein deutlicher Rückschritt. Und das wurde auch kritisiert in der Anhörung. Und deswegen, weil es keine Änderungsanträge dazu gibt, müssen wir uns leider bei dem Gesetzentwurf auch enthalten. Weil ich will mal kurz den Herrn Motz vom Landeswohlfahrtsverband aus der Anhörung zitieren. Er legt das so aus, dass quasi von den hessischen Kommunen diese Änderung in § 18 faktisch als Befreiung von der Pflicht zur Unterhaltung eines öffentlichen Archivs interpretiert werden kann. Und die Folge sind zahlreiche weiße Flecken im hessischen Kommunalarchivwesen. Deswegen, die Kommunen sollten da sollte man keine Schlupflöcher bauen, sondern es ist eine Pflichtaufgabe. Und deswegen muss es auch so im Gesetz stehen. Deswegen enthalten wir uns nur. Vielen Dank. Danke, Frau Kula. Für die Landesregierung erteile ich Frau Staatsministerin Dorn das Wort. Das dauert das Hochfahren länger als die Rede, das wäre blöd. Ne? Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich möchte die sehr vorbildliche Redeweise versuchen, mich da entsprechend
nachzuahmen und möchte nur auf die Punkte eingehen, die gerade entsprechend kritisch beleuchtet worden sind, weil tatsächlich war das ja insgesamt eine sehr positive Anhörung und Bewertung. Die Aspekte zur Digitalisierung würde ich gerne, Herr Kollege Naas, aufgreifen. Tatsächlich haben wir genau diese Punkte jetzt auch ordentlich auch geregelt im Gesetz. Dazu gab es, glaube ich, keinen Dissens über die Frage, wie weit wir bei der Digitalisierung sind. Das ist in Ordnung, dass es Dissens gibt. Es gibt definitiv noch große Herausforderungen und Handlungsbedarf. Aber, das möchte ich an der Stelle schon einmal betonen, wir sind bundesweit an der Spitze, was die Mittel angeht, die wir auf Bundesebene dafür bekommen können, weil wir ein eigenes Finanzierungsprogramm haben. Das heißt, wir sind tatsächlich, was das angeht, bundesweit ziemlich gut in der Herausforderung, was noch alles zu digitalisieren sind, natürlich noch mittendrin. Aber ich lasse mich da gerne sozusagen auf weitere Diskussionen ein. Und zu der Frage, der kritischste Punkt in der Anhörung war tatsächlich die Frage der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Auch da möchte ich gerne darauf eingehen. Ganz wichtig ist, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit entscheidet darüber, wie archiviert wird, nicht ob archiviert wird. Und das ist sozusagen der ich sage es ja nicht nur Ihnen, ich sage es ja insgesamt, ich schaue Sie gerade an. Und das ist sozusagen, ich kann noch ganz viele andere anschauen, und das ist ganz, am Ende ganz wesentlich dafür, dass natürlich weiter kommunale Archive tätig sein müssen. In der Herausforderung, dass die Kommunen manchmal noch Sorgenkinder sind, sind wir uns einig. Gleichzeitig gilt die kommunale Selbstverantwortung. Und weil ja ganz viele hier im Raum auch kommunalpolitisch tätig sind, würde ich Sie bitten, dass Sie ein bisschen die Bedeutung der Archive für die Geschichte, für die Bewahrung unserer Geschichte und für die öffentliche Wirkung ein wenig mehr hervorheben. Denn tatsächlich glaube ich, dass die Kommunen dann noch eine ganze Menge noch mehr tun können. Und ansonsten wünsche ich Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend. Herzlichen Dank. Danke schön, Frau Staatsministerin Dorn. Wir sind am Ende der zweiten Lesung angelangt, und ich lasse über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind Bündnis 90 die Grünen, CDU, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das sind SPD und DIE LINKE. Damit hat der Entwurf eine Mehrheit gefunden und wird zum Gesetz erhoben. Meine Damen und Herren, wir nähern uns dem Ende unserer Sitzung. Zum Ende des Plenartages will ich Ihnen nur mitteilen, dass die Fraktion der SPD mir mitgeteilt hat, dass sie folgende Tagesordnungspunkte abschließend in den KPA überweisen möchte. Es ist der Tagesordnungspunkt 25, eine Große Anfrage zur Erwachsenenbildung, Schulen für Erwachsene. Und die Tagesordnungspunkte 42, 43, 44, 49 und 50. Das sind Anträge, die sich alle mit verschiedenen Facetten der gute Arbeit an Schulen beschäftigen. Ich sehe zu den Überweisungen keinen Widerspruch. Dann machen wir das so. Und ich frage die parlamentarischen Geschäftsführer, ob ich entschuldige mich ganz förmlich, Herr Frömmrich, die parlamentarischen Geschäftsführer, ob die übrigen Tagesordnungspunkte in das nächste Plenum überwiesen werden. Das ist so. Dann wünsche ich Ihnen auch einen schönen Abend, schließe die Sitzung und wünsche das gute Heimkommen.